So, hallo liebe Erzgebirger, Glück auf. Ich begrüße euch zu einer neuen Videobotschaft zur Situation im Krankenhaus. Wir haben lange überlegt, ob wir diese Videobotschaft überhaupt machen, weil die beiden Meinungsfraktionen, die es draußen gibt, die einen, die Panik haben und die anderen, die sagen, das ist alles Panikmache, diskutieren ja doch sehr vehement miteinander. Und die breite Masse, die auf die Stimmen der Vernunft und auf die Wahrheit hören und sachliche Informationen wollen, die sind relativ leise. Inzwischen haben wir auch gehört, dass einige Angst haben oder Befürchtungen haben, in unser Krankenhaus zu kommen, weil wir sind ja Corona-Krankenhaus. Das finde ich tragisch, weil letzten Endes muss man sagen, inzwischen haben alle Krankenhäuser Corona. Es gibt keins, welches sich nicht damit beschäftigen muss. Und zum anderen, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, wir betreiben seit 4 Wochen, seit mehr als 4 Wochen unsere Corona-Abstrichstelle. Haben seit 2 Wochen die ersten Patienten im Haus und muss sagen, bisher haben wir das, glaube ich, gar nicht so schlecht gemanagt hier oben. Es sind jedenfalls keine großen Zwischenfälle in irgendeiner Art und Weise passiert. Ganz im Gegenteil, wir haben ja unsere Leistungen noch ausgebaut und fahren jetzt auch nach draußen, um immobilen Patienten helfen zu können. Wir haben uns letztendlich entschieden, das Video doch zu machen, weil wir auch von vielen gehört haben, dass sie unsere offene, ehrliche und transparente Art und Weise sehr zu schätzen wissen. Und an die richtet sich letzten Endes auch diese Botschaft wieder. Ich hatte es gerade gesagt, vor 2 Wochen haben wir unsere erste Patientin aufgenommen. Die ging dann auch gleich in die Beatmung, relativ schnell, ist auch noch weiterhin beatmet. Insgesamt haben wir jetzt 6 beatmete Patienten im Alter zwischen 61 und 81 Jahren, haben noch ein paar Patienten, die auf der Normalstation liegen, im Alter zwischen 50 und 88 Jahren und haben jetzt wirklich viele Verdachtsfälle im Alter zwischen 18 und 93 Jahren. Ich hatte es in der Vergangenheit beschrieben. Unser A-Haus ist inzwischen komplett abgekoppelt betrieben. Das heißt, das ist unser Isolierhaus, sodass auch wirklich keiner Befürchtung haben muss, dass der Virus durchs Haus getragen wird. Da testen wir sehr viel innerhalb des Hauses. Wir achten auf unser Personal. Und wie ihr seht, ich trage ja selber eine Mundmaske, sage ich jetzt einfach mal, weil Mundschutz wohl ein geschützter Begriff sein soll, um den Hals. Wir haben bereits vor dem letzten Wochenende angewiesen, dass alle unsere Mitarbeiter sich selbst schützen sollen und andere, damit eine Keimverschleppung innerhalb des Krankenhauses vermieden wird, was uns bisher auch recht gut gelungen ist. Ja, es wird immer wieder diskutiert, wie sich die Gesamtzahlen der Infektion und auch der Heilungsquoten bewegt. Ich möchte mich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. Das ist für uns auch vollkommen irrelevant. Für mich gibt es zwei rationale Größen, die hart messbar sind und die für uns auch das tägliche Leben dann bestimmen. Das ist nämlich die Anzahl der stationär behandlungsbedürftigen Patienten und es ist die Anzahl von denen, die dann an die Beatmung müssen. Das wird die entscheidende Größe sein, ob wir hier gut durchkommen oder eben nicht. Ja. Wir haben 38 Beatmungsbetten stehen. Die sind momentan, wie gesagt, nur mit 6 Covid-Patienten ausgelastet. Das heißt, da machen wir uns noch keine großen Sorgen. Was wir allerdings feststellen, ist, dass die Corona-Patienten unter beatmeten Verhältnissen zwar relativ stabil sind, aber sich auch nicht wesentlich bessern. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass wir über Beatmungszeiträume von 21 und aufwärts Tagen reden. Das ist schon eine Aufgabe, vor der wir da stehen, die nicht ohne ist, weil sich die Fälle dann letzten Endes aufsummieren. Unsere Mitarbeiter machen das toll hier. Die sind hochmotiviert, hochfokussiert bei der Sache. Wir haben ganz wenig, die sich krank gemeldet haben. Die sind alle dabei, die brennen. Natürlich machen die sich auch Gedanken, aber man muss sagen, wir kommunizieren das auch intern relativ offen, was passiert, sodass alle im Grunde genommen noch voll an Bord sind. Und das ist etwas, worauf ich durchaus sehr stolz bin, weil wenn man da in andere Gegenden schaut, ist das ja doch was anders. Was ich nochmal anfügen möchte, ist das Prinzip der Beatmung und weshalb Corona oder Covid-19 auch signifikant anders ist als eine Influenza. Die Corona-Patienten müssen alle beatmet werden und zwar mit relativ hohen Drücken. Das heißt also, wenn wir mit Zwang Luft in die Lunge pumpen, brauchen wir einen gewissen Gegendruck, der den Widerstand in der Lunge überwindet, damit der Gasaustausch überhaupt stattfindet. Das heißt also, wir wollen ja eine gewisse Anzahl von Sauerstoff in die Lunge bringen, in die Blutbahn bringen. Das geht nur über einen Druck, den wir in der Lunge erzeugen. Und bei den Corona-Patienten stellen wir jetzt fest,
dass wir dort mit sehr hohen Drücken arbeiten müssen. Also Drücke, die wir sonst bei anderen Erkrankungen, bei Beatmungen nach einer Operation überhaupt gar nicht kennen. Das Gefährliche dabei ist, dass diese Drücke irgendwann so hoch werden, dass die Gefahr besteht einer Lungenruptur. Also irgendwann wird der Druck so groß, dass die Lunge das nicht mehr aushält. Und dann wird es schwierig. Dann ist es tatsächlich so, dass wir therapeutisch nicht mehr viel machen können. Ja, also geht es weiter darum, alle zu schützen. Ich hatte es vorhin angesprochen, wir haben vor über einer Woche entschieden, dass alle Mitarbeiter im Dienst einen Mundschutz tragen sollen. Wir haben das abgestuft, die, die direkt an Covid-positiven Patienten arbeiten, tragen einen Partikelfilter. Die normalen Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Und solche, die im Grunde nur im Haus unterwegs sind und maximal indirekten Kontakt zu Kontaktpersonen haben, die tragen diese selbstgenähten, so wie ich jetzt auch einen umhab. Das ist auch eine Empfehlung, die ich euch geben möchte. Das RKI hat ja heute gerade seine Meinung dazu geändert, nachdem auch die Krankenhaushygieniker dazu eine Veröffentlichung gemacht haben. Auch selbstgenähter Mundschutz hat seine Daseinsberechtigung. Das ist selbstverständlich nicht dasselbe wie ein zertifizierter, ohne Frage. Aber er wirkt auf drei Weisen. Das erste ist, die Tests haben ergeben, dass auch ein Selbstgenähter zunächst einmal die Verbreitung von Aerosolen, also Tröpfchen, wenn ihr niest oder hustet oder ausatmet, signifikant verringert. Das heißt, ihr atmet in dieses Tuch rein und ihr schont damit eure Mitmenschen. Das zweite ist, wenn ihr einatmet und ihr werdet angenießt, dann verhindert dieser Mundschutz zumindest mal, dass die gröbsten Verschmutzungen darin hängen bleiben. Ja, also Tröpfchen, die werden dadurch nicht durchgehen. Was es definitiv nicht macht, es ist kein Partikelfilter. Es könnten natürlich die ganz normalen Schwebstoffe, also Coronaviren, durch diesen Mundschutz durchgehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass viel davon auch abgehalten wird. Und die dritte Wirkung, die ein Mundschutz hat, ist, dass ihr euch nicht selbst an die Nase oder an den Mund fasst. Weil wo wir sagen, Händewaschen ist eines der obersten Gebote, was jetzt durch das RKI rausgegeben wird. Die Übertragung wirkt ja immer Richtung Mund, Richtung Nase. Dass dann im Grunde genommen auch da eine Hemmschwelle ist, sich selbst im Gesicht anzufassen und somit eine Keimverschleppung zu verhindern. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hoffen, dass das relativ ruhig bleibt bei uns. Noch ist die Lage, wie gesagt, hier bei uns beherrschbar. An dem harten Schnitt jetzt merkt ihr, dass seit dem ersten Dreh wohl was passiert sein muss. Es sind zwei Dinge vorgefallen. Das erste ist, unser dritter Patient ist gestorben. Es ist diesmal jemand, der an der Beatmung hing, und das zeigt so ein bisschen die Ohnmacht, die wir bei dieser Krankheit verspüren. Das zweite ist, ich habe den Fehler gemacht und habe die Kommentare im Internet unter den Artikeln zum Bethlehem-Stift gelesen. Wenn man diese mal zusammenfasst, wir reden jetzt nur über die eine Ecke der Verschwörungstheoretiker, dann sagen die, erstens, das sind alte Leute, lasst sie sterben, zweitens, haben alle Vorerkrankungen, drittens, die Ausländer haben alles reingeschleppt und viertens, Frau Merkel wird dreimal abgestrichen und wir gar nicht. Wenn man sich dann die Profile von den Leuten anschaut, die schreiben, lasst die alten Leute sterben, dann sieht man dort erstaunlich oft den Stolz zum Erzgebirge, den Stolz auf die Tradition. Die zwei Generationen, die jetzt hier gerade akut gefährdet sind, das sind genau die, die 40, 50 Jahre lang im Schacht den Buckel krumm gemacht haben. Es ist nicht an euch zu entscheiden, ob diejenigen die Augen zumachen. Das entscheiden die Patienten selbst und die Ärzte, die sie behandeln. Und wenn unsere Ärzte die Chance sehen, dass wir diesen Patienten durchbekommen, dann werden wir das versuchen, so gut es geht und so gut es in unserer Macht steht. Und es ist nicht an irgendjemandem im Internet über Dritte ein Urteil zu sprechen. Dieses Leben ist deswegen nicht weniger wert. Das Gleiche gilt für Vorerkrankungen. Stellt euch vor, es ist ein Autounfall, der Notarzt kommt hin und sieht jemanden drin, der zur Risikogruppe gehört. Adipositas, Risikogruppe, Asthma, Risikogruppe, Herz tickt nicht richtig, Risikogruppe. Dann lassen wir euch liegen. Das geht auch nicht. Stellt euch vor, ihr würdet dort liegen. Ja? Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Corona und einem Autounfall. Am Ende ist es ein Krankheitsbild wie das andere. Und es ist vollkommen unerheblich, wie viele Vorerkrankungen jemand hat. Wenn es die Chance gibt, diesen durchzubekommen, dann werden wir das tun. Und es ist nicht an Leuten im Internet, ein Urteil zu sprechen. Das ist grausam, das ist unmenschlich und das tragen wir auch überhaupt nicht mit. Und stellt euch einfach mal vor, wie es euch gehen würde, wenn ihr dort liegt. Wenn ihr jetzt Covid-19 hättet und ihr habt ein Risiko.
Er möchte dir auch, dass man sich bestmöglich um euch kümmert. Das dritte ist, die ersten 10 positiv getesteten Patienten im Erzgebirge waren Erzgebirger. Die hatten keinerlei Migrationshintergrund. Die kamen von hier, die haben hier gelebt. Das heißt, wir brauchen keinen Fremden, der uns dabei hilft, diesen Keim zu verbreiten, sondern das können wir selbst. Und viertens, ich weiß es nicht, ob Frau Merkel Symptome hat. Ich weiß auch nicht, ob Frau Merkel 3 Tests bekommen hat. Im Endeffekt geht es mich nichts an. Und ich kann das auch nicht beurteilen. Was ich aber weiß, ist, dass wir auch die Patienten im Krankenhaus 3-mal abstreichen. Wir streichen die zum ersten ab, wenn sie kommen, um festzustellen, sind sie Covid-positiv oder Covid-negativ. Und bevor wir sie dann entlassen, testen wir sie noch 2-mal. Und die Tests müssen 2-mal in Folge negativ sein innerhalb von 48 Stunden. Sonst werden sie von uns nicht entlassen, zum Beispiel in einem Pflegeheim. Einzige Ausnahme ist, wenn es ein selbstständiger Mensch ist, der noch vollkommen versteht, was um ihn herum passiert, dann entlassen wir den auch mal in die häusliche Quarantäne, ohne diese 2 Voraussetzungen. Aber im Grundsatz sind 2 negative Tests aufeinander ganz einfach Standardvorgehensweise, wie sie auch vom RKI empfohlen wird. Und wenn wir euch nicht abstreichen, dann hat es einen ganz einfachen Grund, nämlich dass ihr höchstwahrscheinlich symptomfrei seid. Wir haben das schon sehr, sehr oft erwähnt, dass bei Symptomfreiheit dieser Test nicht wirklich gut funktioniert. Das ist auch weiterhin so. Und man muss vor allen Dingen auch wissen, dass dieser Test nur in einer bestimmten Phase der Erkrankung funktioniert, nämlich dann, wenn der Virus den Rachen besiedelt. Nur dann funktionieren diese Abstriche überhaupt. Dieser Virus wandert aber, der wandert runter in die Lunge und dann ist der Rachen im Grunde genommen virusfrei und der Abstrich wirft ein falsch negatives Ergebnis raus, obwohl der Patient vielleicht stärkste Symptome hat. Von daher überlasst doch die Entscheidung, wer abgestrichen wird und wer nicht, einfach mal den Medizinern. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Stellung im Leben zu tun, weil wir streichen hier die ganzen Normalos genauso 3-mal ab. Das hat überhaupt nichts mit Frau Merkel zu tun. Kommt mal runter von diesem Minderwertigkeitskomplex und lasst einfach mal die Ärzte machen. Unsere Ärzte kümmern sich um euch, genauso wie unsere Pflege, 24/7. Ja? Rund um die Uhr sind wir für euch da. Und lasst diese Leute machen, stellt ihnen vernünftige Fragen, dann bekommt ihr auch vernünftige Antworten. Also, kommt runter von dem Trip, dass ihr schlechter behandelt werdet, das stimmt nicht, wir kümmern uns um euch. Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Und wir machen das so gut, wie wir es können. Bisher lief das nicht schlecht, aber es liegen jetzt wirklich anstrengende Wochen vor uns.